Hallo und herzlich willkommen heute zum, ich würde fast sagen, Hybrid-Gameplay vom E25, denn der Daminer hat mir eine saugeile Runde hier geschickt und zwar sehen wir jetzt nicht nur Damage, besonders hier auch als Low-Tier, ein reines 8er-7er-Gefecht und er ist hier mit seinem 7er, also Low-Tier, nein, er macht nicht nur Damage, sondern er denkt sich auch, weißt du was? Ich spotte auch gleich noch und das ist das Besondere und da wird das Besondere hier in diesem Gameplay sein. Er hat schon ein paar Kringel ums Rohr, also von dem her weiß er schon, was er mit dem E25 zu machen hat. Und was ich jetzt schon mal instant geil finde, ich hätte jetzt erwartet, dass er irgendwie hier in die Mitte oder hier rüber fährt, also so auf die 1er-Linie und da dann spottet und vielleicht schießt. Aber nein, ganz im Gegenteil, der fährt hier Richtung Hügel und da finde ich es natürlich immer besonders schön zu sehen, wie da jemand spielt. Also bin ich gespannt, was er da jetzt reißen kann. Guck mal einfach mal. Überrascht mich aber auch ein wenig. Also ich hätte das nicht erwartet. Ich dachte ja, der Pfad ist ja Klassik. Ehrlicherweise, klar, ich sehe ja welchen Damage und welche, was er gespottet hat und bla bla bla. Ich hätte gedacht, der Pfad 1er Linie, fahrt schön irgendwo E1, F1 und stellt sich da rein und macht ein bisschen Damage und cool, will ich. Gefällt mir. So, jetzt stellt er sich eben auf F0, muss also aber aufpassen, da ist nämlich schon gegnerische E25 und da fährt er jetzt sofort drauf, den lässt er jetzt gar nicht lang weg oder zur Ruhe kommen. Hat natürlich auch da das Glück, dass sein AMX-Mate hier ordentlich mitgeholfen hat direkt. Ist zwar nicht mit dem im Team, ist aber Wayne. So, jetzt hat er da ein bisschen was aufgedeckt. Oh ja, die Arti hat sofort da mal reingehalten. Ja, und jetzt kann er natürlich hier sehr schön da alles spotten. Ohne sau schwer mit dem E25 zu penetrieren, denn 150 Durchschlag bzw. 194 mit Premium ist aber einfach nicht wirklich viel für so einen Ohne. Ist halt das Thema beim E25, ein wahnsinnig guter Panzer, eine wahnsinnig schnelle Schussgeschwindigkeit, ein wahnsinnig geiler Tarnwert, aber ein niedriger Alpha mit einer sehr niedrigen Penetration im Verhältnis zu dem vielen anderen Jagdpanzern im Spiel. So, den IS-3, da will er jetzt noch nicht so richtig Vollgas geben, so wie es aussieht. Aber jetzt hat er da schon zwei gut getroffen, aber jetzt, ja, der ist gerade in einem doofen Winkel. Jetzt probiert das da oben für die Kommandantenkuppel. Seitlich kommt er auch nicht zurecht. HI hat er nicht dabei. Also, keine so richtig geile Gegnerwahl in dem Fall. Aber in der Mangelung anderer Gegner kann er nichts anderes machen. Aber hier den IS seitlich auf den Turm. Da kommt er gut durch. Da hat er gar kein Problem damit. So, da hat ihn das Ganze hier gestört, deswegen erstmal weggeschossen. Den IS jetzt nochmal, vielleicht kann er den ja wenigstens ketten. Genau, jetzt hat er ihn gekettet. Und jetzt kann er da halt draufhalten und wir sehen, er geht halt nicht mal auf dabei. Der schießt auf den Gegner, der 168 Meter weg ist und er geht nicht auf und das macht diesen Panzer aus und auch einfach nervig. Also als Gegner geht einem der gehörig auf den Sack teilweise. Sein 1375 Mate fährt jetzt auf den T25-2 drauf und da will er dem jetzt sofort supporten. Muss aber aufpassen, der IS-3 da unten, der hat ihn jetzt nämlich aufgedeckt, jetzt ist er nämlich offen. Jetzt wird er wahrscheinlich nicht dramatisch Vollgas draufhalten. Na, jetzt hat er natürlich den einen Hit bekommen und jetzt denkt er sich, ach scheiß drauf. Geht er jetzt für. Und gut, dass er den so gemacht hat, weil rammen, das kann teuer werden. Der E25 mag das gar nicht eigentlich, wenn man mit ihm rammt oder gerammt wird. Ah ja. IS-3 will er erstmal ketten, hat er es jetzt gemacht. Ja, und jetzt natürlich hinten ins Heck. Immer schön drauf. Oh ja, das hat sehr gut funktioniert. Damit schon 2200 Schaden gemacht und 2000 gespottet und 3 Kills. Also bis dato läuft's ordentlich.
Aber da geht noch ein bisschen mehr, ich verspreche es euch. Ein paar Gegner schauen da auf ihn. Aber auch auf den T-34-2, der da durchgefahren ist. Also von dem her war es aber jetzt gut, nicht drauf zu gehen. Jetzt muss er auch aufpassen, denn der AMX und der Emil 1 sind beide auf seiner Seite. Der pinkt auch jetzt um Hilfe, klar. Will jetzt natürlich hier nicht sterben, denn der AMX, der setzt hier nach. Der will sich jetzt da den holen. Und besonders bergauf ist natürlich nur so semi-geil. AMX scheint aber im Reload zu sein. Noch ist da gar kein Schuss gekommen und jetzt kann er hier endlich mal noch ein bisschen Land gewinnen. Und wenn er hier oben ankommt, vielleicht sogar umdrehen und dann ihm geben, weil der Tarnwert einfach sensationell ist. Aber er fährt erstmal durch. Nee, er dreht und wartet. Genau das, was ich mir dachte, dass er machen kann. So, erster Schuss sitzt. Aber dann war er direkt offen. Gut ist aber jetzt, dass der 1375 natürlich für sein Team offen ist und sein Team da jetzt supporten kann. Ja, und jetzt... Oh, gekettet. Das mag man natürlich gar nicht mit dem E25. Aber der 1375, keine Übersicht, eher die Panik im Gesicht. Und da wollte er einfach nur noch weg. Ja, und da hat er es ihm dann leicht gemacht, indem er gegen das Wrack gefahren ist. Emil 1 unten jetzt. Probiert es da aus der Hüfte. Erster saß. Da, der Emil hat schon... Komm, Junge, lad schneller. Und es ist halt, er lädt halt seine Schüsse schneller nach, als der Emil zwischen den Schüssen braucht. Das ist ein Wahnsinnsgerät einfach. 3130 gemacht und 4176 gespottet. Ein einziger, nee, nicht mal mehr. Jetzt sind alle durch. Der Bulldog war noch da, aber der ist auch schon raus. Effektiv gesehen hat er sogar 3401 Schaden gemacht und 1874 Basiserfahrung damit nach Hause geholt. Ich glaube, eine richtig geile Runde mit einem richtig geilen Panzer und einem richtig guten Spieler. Leider nur 5 Kills, aber alles andere war sehr nice. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.